Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute, zum zweiten Video der Saints Franchise. Und hier sind wir kurz davor, den ersten Trade abzuschließen. Und zwar Right End Davenport gegen Gabriel Davis, dem Receiver, und den Defensive Tackle Oliver. Ja. Ich will gucken, ob wir hier noch einen Drittrunden-Pick mitnehmen können. Weil jeder Pick ist wichtig und jeder Pick ist wichtig und muss wichtig sein. Der Pick 90 geht das. Geht nicht. Viertrunden-Pick. Ist, glaube ich, nicht so wichtig, aber wir können es ja mal probieren. Nee, okay. Dann probieren wir es einfach ohne Pick. Ohne Pick. Geht das nicht über die Bühne, okay? Obwohl ich das eigentlich relativ fair finde. Warte. Okay. Ich habe es gerade noch mal auf Probe gemacht und da war es 1 Millimeter für grün mit dem anderen und da hatte ich den noch mal weggemacht und dann dachte ich, eigentlich müsste das ja jetzt klappen, aber anscheinend ja immer noch nicht. Was brauchen die denn? Ein Lefka, dann ich pack da jetzt einfach einen 4-Runden-Pick von hier, packe ich vom übernächsten Jahr dazu. Ist für die relativ unwichtig, aber damit geht der Trade über die Bühne. Das wäre dann der erste Trade. Ich weiß, Davenport ist, hat mehr Skillsterne und alles, aber Oliver ist gut, weil wir mit zwei Defense auf Tackle spielen. Und Gabriel Davis habe ich mir geholt, aus dem einfachen Grund, weil die Bills haben gute Receiver, trainieren ihre Receiver verdammt gut. Das heißt im Endeffekt auch, dass das halt, wie gesagt, gute Receiver sind. Wir müssen einen Spieler cutten, das machen wir jetzt noch ganz schnell. Defense auf Tackle, wir haben uns ja gerade eh eingeholt, also ist ja super. Die Nummern passen wir noch an und dann gehen wir schon ins erste Spiel des heutigen Tages. Und zwar gegen die Green Bay Packers. Ja. So, das haben wir hier. Receiver. Ah, das ist sogar dann Callaway Dritter und Davis 2. Da packen wir Deep Tree drauf, weil dann könnte der. Ja, 80er Overall haben wir. Gabriel Davis mit der 8. Ich gucke noch, welche Nummern frei sind und dann entscheiden wir uns da. Ja. So, Gabriel Davis ist, finde ich, kein schlechter Receiver. Okay, 97 aber noch frei. Nummer 9. Ungerne. Nummer 17. Da würde ich doch tatsächlich mit der Nummer 8 gehen. Gabriel Davis mit der 8. 5 Jahre draus. Wir haben uns ja noch einen Defensive Tackle geholt. Und zwar in der Defense natürlich, ist ja logisch. Und zwar Oliver ist dann sogar der Erste. Ist dann sogar der Erste. Okay, Onimata oder wie der Typ heißt. Das heißt, wir haben jetzt kein Right End mehr. Aber es ist halb so schlimm. Dafür haben wir einen guten, zwei gute Defensive Tackles. Der hat schon die 91, wie der eigentlich auch sonst eigentlich immer hat. So ist klar. Aber ich will mal gucken, was wir noch so für Nummern bei den 90er-Reihe haben. Die 92, die. Warte mal, was? Die 92, die 95, die 97. Wir bleiben einfach bei der 91. Er hatte bei den Bills auch die 91. Ich finde das immer gut, wenn die bei ihren Nummern bleiben oder halt, wenn die eine geisteskranke Nummer kriegen, die die früher schon mal hatten. Haben wir auf Fullback jetzt Ingram. Das ist auch sehr strong. Das heißt, unser Team hat sich jetzt. Hat sich verbessert. Ja, hat sich verbessert und zwar mit. Ja, hat sich verbessert und zwar mit Davis. Und Oliver ist dann sogar erster Defensive Tackle. Das finde ich ja geil einfach. Das haben wir. Ich dachte, mein erster hätte schon 84 oder so, aber dann egal. So, Right Outside Linebacker müssen wir uns in der Season auch drum kümmern. Cornerbacks können wir eigentlich erstmal so lassen. Ja, ich würde sagen, damit gehen wir ins erste Spiel rein der Season gegen die Green Bay Packers. Direkt mal ein, ich würde jetzt nicht sagen Angstgegner, aber ein schwieriger Gegner. Ich bin mal gespannt, wie die spielen. Es ist ein Heimspiel. Das heißt, wir machen das einfach so. Hier im Hintergrund sehen Sie Tyreek Hill noch bei den Kansas City Chiefs, der ja jetzt bei den Miami Dolphins spielt. Besser. Ja. Hier sehen wir Washington gegen die Dallas Cowboys. Halt die Bilder.
Auf New Generation sind die Bilder ja weg, da kommst du direkt dahin zum Spiel ohne diesen Ladescreen. Ladescreens finde ich auch ehrlich gesagt verdammt unnötig, weil es einfach keinen Sinn irgendwie macht, finde ich. Wir gehen direkt ins erste Spiel rein, wenn der Ton gar kein Ton da ist oder so, das kann auch sein. Weil ich das ein bisschen umgestellt hatte. 4 Minuten pro Quarter, bin ich mal gespannt. Erstes Play mit Jameis Winston und den Saints. Ich weiß jetzt nicht, warum Callaway auf dem Platz steht, obwohl wir ja uns Davis geholt haben. Erstes Play 2 Yards. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher weniger so gut. Smith. Okay, Gabriel Davis steht irgendwie nicht auf dem Plan. Digga, lauft doch eure Routen zu Ende. Swift den Ball ab. Digga, was macht der denn da? Das ist ja. Digga, warum kommst du nach hinten? Wie beschissen ist denn das, Digga? Wie dumm kann man sein? Warum geht der nach hinten? Fängt schon mal gut an, Digga. Habe ich schon gar keinen Bock mehr, Digga. So, ja, komm, Michael Thomas, jetzt lauf mal bitte eine gute Route. Bist ja auch ein starker, stronger Receiver. Der wird nicht ankommen, safe nicht. Ja, Digga, also ganz ehrlich, da. Wie weit der nach hinten gehen möchte, ganz ehrlich, ganz kritisch, Digga, ganz kritische Lage. Digga, wie weit kann der Typ punten? Der kann ja überhaupt nicht weit punten. Der kommt gerade mal bis zum Saints-Logo, finde ich auch schon schlimm. Das war auch wieder ein schlechter Punt, Digga. Er lässt ihn das auf Schmutz. Jetzt erstmal die Offense der Packers probieren jetzt erstmal einen Touchdown zu machen. Das gelingt denn auch. Ist ja auch nicht so schwer, wenn man hier. Erstmal 10 Yards nach hinten läuft. Danke nochmal, James Winston. Kuss geht raus. Wir müssen ein bisschen mehr laufen, da fällt mir auf. Aber da kommt erstmal der Pass auf Michael Thomas. Wichtig. Die ersten wichtigen Yards gemacht. Jetzt hier insgesamt 3 Yards. Jones Jr. Achso, der Running Back. Okay. Gehen wir mit dem Run mit Alvin Kamara beim ersten und 10. Über die Seite. Fumble, Digga. Was sind das für eine Scheiße? Ey, wie beschissen ist denn das? Kann ich schon wieder Ausraster kriegen? Der läuft ja ein Jahr nach hinten, Alvin Kamara, eigentlich ein geisteskranker Running Back. Was macht der denn da? Was ich gerade auch nicht verstanden habe, war diese Trickplay oder Trickplays in Anführungsstrichen, kapiere ich auch nicht. Wie man dann einfach gefühlt seinen. Cutte doch mal! Wollen die nicht cutten? Dann halt nicht, okay. Oh, ist er jetzt gefangen? Nein, ist er nicht! Ich dachte, der wäre gecatcht. Fuck. Oh, 3. und 11. Okay, die Titans gewinnen gegen die Cardinals. Schon wieder Aufregung pur am ersten Spiel. Finde ich scheiße, aber egal. Michael Thomas ist eigentlich schneller. Was macht der da? Was ist das für eine Scheiße, was die hier machen? Ich wollte schon wieder den Ball wegpanken. Null Punkte im ersten Quarter. Das nenne ich auf jeden Fall ein Team, was in die Playoffs kommen möchte. Wie spät der erst pantet, Digga. Ganz kritische Lage. Wenigstens haben wir den direkt da getackelt, wo er den Punt empfangen hat. Ich habe schon wieder so ein Gefühl, die machen jetzt einen Touchdown, da habe ich auch keinen Bock mehr, Digga. Ja, also ganz ehrlich, schlecht vor dem Spiel. Schlecht, richtig schlecht. Wir sind ja vielleicht. Wie viele Yards habe ich jetzt mit Jameis Winston geworfen? 3. Und Aaron Rodgers hat 108. Also, ich glaube, den starken Vergleich sieht man hier. Gut, Callaway. Ich habe schon fast dran gezweifelt, Digga. 13 Yards. Gemacht. Das ist gut. Troutman, ich hoffe jetzt mal ein bisschen auf mein Tight End oder auf Marquise Callaway. Okay, scheiße, jetzt habe ich den falschen Knopf. Gut, dass ich den nicht gefangen habe. Ganz wichtig. Hä? Digga, was ist das jetzt für eine Scheiße? Regt mich schon wieder auf, dieses Scheiß-Game, Digga. Ich habe gar keinen. Wen wollt ihr eigentlich verarschen, Digga? So, jetzt aber. Meine Güte. Jetzt hat mein Mann gerade gehangen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ey, habt schon wieder null Bock mehr. Ist voll das geisteskranke. Also, was ist das geisteskranke Team? Ist ein super Team. Was erwartet man da? Meine Güte, Michael Thomas ist eigentlich voll der gute Receiver. Digga, das kann doch nicht wahr sein. 4.29. Ich hab keinen Bock mehr, Digga.
Ich verliere jetzt das Spiel extra, mache wieder 2 Wochen Pause, dann höre ich die Franchise sofort auf, weil ich nicht mehr weiß, wo wir stehen geblieben sind. Boah, da kriege ich auch schon wieder. Wenigstens. Oder was heißt wenigstens? Digga, schon wieder Punkte. So, langer Pass auf Marquise Callaway. Green Bay kann ja wohl nicht so gut sein, dass sie jetzt wirklich jeden Ball hier fangen. Komm, jetzt aber. Ja! Ein Receiver, auf den man sich verlassen kann. Wichtig, Digga. Ein Receiver, auf den man sich verfickt nochmal verlassen kann. So, Field Goal ist auf jeden Fall drin, Digga. Ich will aber mehr. Ich will einen Touchdown. Und es muss ein Touchdown. Ja! Marquise Callaway! Sehr gut, Digga. Der einzige, worauf man setzen kann. Auf Michael Thomas kann man nicht setzen. Der andere ist einfach verletzt, Digga. Aber da muss ich jetzt auf Michael Thomas setzen. Scheiße, wir müssen eigentlich ein Run werden sollen. Ja, Michael Thomas. Wie weit willst du laufen? Deine Route war viel, viel kürzer. Viel, viel kürzer. Viel, 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 viel kürzer. Und warum ist jetzt das. Es ist das Quarter vorbei und wir kriegen den Ball nicht mehr. Mann, ich hab keinen Bock mehr, Digga. Ganz ehrlich, nee, ich will nicht mehr. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Das Spiel kotzt mich wieder an, Digga. Ich spiele den ganzen Tag ein Spiel und dann kackt man direkt wieder rein, Digga. Habe ich schon gar keinen Bock mehr drauf. Ich gar keinen Bock mehr drauf. Ja, könnt ihr vergessen, dass hier jeden Tag ein Video von der Scheiße kommt. Ich hab gar keinen Bock mehr, Digga. Jetzt machen die noch einen Touchdown. Komm, Schiri. Kann man nicht sowas wie aufgeben drücken, weil ich ernsthaft einfach gar keinen Bock mehr habe. Ich hab gar keinen Bock mehr, Digga. Mann, Junge. Komm, Callaway. Aber jetzt. So, Controller kann auch wieder fliegen, kann auch wieder kaputt gehen. Sind ja nicht 80 Euro oder so, Digga. Komm, scheiß drauf. Kein Bock mehr. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt aber, komm. Ein Play. Weil wenigstens das machen, was man von solchen Spielern erwartet. Und zwar nicht von einem, nicht von Michael Thomas. Hey, bitte verletz dich, verpiss dich, Alter. Ich habe keinen Bock mehr auf dich, verfickter Michael Thomas, Digga. Kann gar nichts in diesem Spiel. In Real Life gefühlt der beste Receiver aus der NFC, Digga, aber sonst alles nur Scheiße, Digga. Danke an den O-Liner mit der 71, der sich dachte, Scheiß drauf, wir lassen ihn vorbei. Und wieder keine Punkte. Komm, nee, ich laufe da auch nicht mit. Soll der seinen Return machen? Ich habe keinen Bock mehr. Ich hab den Controller jetzt abgelegt. Der soll machen, was er möchte. Er kann getackelt werden. Die sollen jetzt wieder Punkte machen. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Die können jetzt gerne noch mit 100 Punkten gewinnen. Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Im ersten Spiel direkt mal so eine fette Niederlage reingeschoben zu bekommen. Ganz ehrlich, nee. Ich akzeptiere das in diesem Spiel nicht, ganz ehrlich. Und ich spiele ja nicht mal online, wo das normal ist, dass du so abgezogen wirst. Meine Güte, Digga. So, Troutman tun wir jetzt mal hier hin. Wichtig, Digga. Komm. Gar keinen Bock mehr, Digga. 350 Yards passen, Digga. Wie soll ich denn passen, wenn jeder Spieler von drei Gegnern. Ach komm, der fickt dich, verficktes Madden, Digga. 35-0 im dritten Quarter. Ja, Aaron Rodgers, verpiss dich, du bist scheiße, Digga. Du bist scheiße. Einfach scheiße, Digga. Hallo, die Zeit läuft runter. Lass mich doch mal ein Play nehmen, Digga. Was ist das für eine Scheiße? Ey, Junge. Es bockt gar nicht dieses Spiel. Gar nicht. Selbst die Lions gewinnen gegen die 49ers. Ja, tut mir leid. Könnte ich einmal fett am Arsch lecken, Digga. Ja, der hat seinen Exekt auf, den brauche ich gar nicht werfen. Der intercepted. Und die werden wieder Punkte damit machen. Warum decken die Packers mit zwei Leuten einen Spieler? Die haben doch gar nicht so viele Spieler. Wie kann denn das sein? Drittes Quarter vorbei. Warum kann ich das vierte Quarter? Wir werden auch heute kein zweites Spiel spielen. Ich werde das Spiel spielen und 2 Wochen kein Video machen. Weil ich keinen Bock mehr habe. Ganz ehrlich. Es macht keinen verfickten Spaß. Warum muss ich jetzt Defense spielen? Ich habe doch Offense Only angegeben. Meine Güte, Digga. Ah, perfekt, Digga. So, wenigstens ist er nicht gelaufen. So, jetzt spielen wir einmal Defense, Digga, weil ich keinen Bock mehr habe auf dieses Spiel, ganz ehrlich.
So, wo ist denn unser Nimeata? Ah ja. Kommt da nicht mal durch gegen die O-Line von den Packers, Digga. Der Running Back der Packers macht einen Scheißdreck, ganz ehrlich. Denver gewinnt gegen. So, ja, okay, gut. Das ist sogar realistisch, dass sie gegen New York Jets gewinnen. Gegen die New York Giants. Davis, Alexander. Ja, dadurch, komm jetzt. Ja, wahrscheinlich. War vermutlich. Ja. Wahrscheinlich. Ja, Madden. Ihr seid das realistischste Spiel der Welt. Da ist sogar FIFA mehr realistischer. Kappa. Beide Spiele sind scheiße. Mann, kann ja nicht wahr sein. 41-0, Digga. 42-0. Ich lösche das Spiel ganz ehrlich. Ich verkaufe das bei eBay Kleinanzeigen, kaufe von dem Geld dann werden 23 und dann schwitze ich wieder rein wie keine Ahnung und dann verkacke ich wieder und dann habe ich auch keinen Bock mehr. Komm jetzt aber. Der ist doch. Ist. Gut, dass er den jetzt gefangen hat. Sonst wäre ich richtig ausgerastet. Weil. Ist diese. Wie heißt der Harris, ne? Ist der nicht. So unglaublich schnell, der Typ? Nee, Smith, sorry. Ist Smith nicht unglaublich schnell? Boah, endlich mal nicht, dass drei Leute einen Spieler decken. So, jetzt will ich aber auch einen Touchdown oder einen Field Goal sehen. So, und den Ball laufen wir jetzt. Kann auch vielleicht ein bisschen daran liegen, dass wir nie laufen. Vielleicht liegt es daran, dass wir so scheiße sind. Weil wir einen Alvin Kamara haben, der eigentlich voll. Digga, der steht 10 Yards hinter James Winston, Digga. Hä? Was? Warte. Halt, stopp. Halt, stopp. Stopp, halt, stopp, Digga. Das will ich jetzt mal ganz kurz nochmal. Ganz kurz. Nochmal hier sehen. Was hat der da gemacht? Er läuft. Er läuft. Er ist ihm auch nicht in die Füße gelaufen. Nö, ist er nicht. Und er macht einfach mal so. Warum? Lauf doch einfach durch, Digga. Was ist das für eine Scheiße denn jetzt schon wieder? Das ist ja so behämmert, Digga. Jetzt die 2-Minute-Warning. Kickt wieder rein, Digga. So, jetzt wenigstens mal einen einzigen Touchdown. Ich gar nicht. Sehr gut, Alvin Kamara. Das war der war drin. Der war drin, Ben. Ah, okay, gut, ich wollte schon sagen. Brauchst nicht tanzen, Alvin Kamara, es ist unnötig. Es ist ein behindertes Spiel, es ist ein scheiß Gegner, es ist. Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Okay, jetzt haben sie mal ausnahmsweise keine Punkte gemacht. Jetzt mal der Ring lang Ball. Der Tighted ist auch echt scheiße, Digga. Der fängt gar nichts. Habe ich schon wieder so viel Bock auf das Game. Okay, das war jetzt nicht schlecht, aber Alexander ist natürlich. Hat 100 Millionen Speed und holt ihn auf einer langen Strecke definitiv ein. Sehr realistisch an der Stelle. So, Michael Thomas. Bisher nicht umsonst Michael Thomas. Den Catcher nehme ich jetzt bitte mal. Danke. So, scramblen, dass der D-Liner da so schnell durchkommt. Was ist denn das jetzt? Ah, halt's Maul. Mein Gott. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ja, Alvin Kamara oder. Okay, der steht mal weit oben, auch wenn es kein langer Ball. Ach, Digga. Er wird ja wieder 3 Yards nach hinten. Halt die Fresse, Savage, Digga. Du bist schwul, Schnauze jetzt. Mein Gott. Kann doch nicht so schnell. Ich weiß. Ich setze sehr, sehr viel aufs Draft dieses Jahr. Und ich hoffe, dass wir da gute Spieler uns holen. Und wichtig für dieses First Down jetzt. Ich will mir da viele Spieler holen im Draft. Aber ganz ehrlich jetzt mal. Es kann doch nicht wahr sein, dass Spieler. Als ob Green Bay so das beste Team der NFC wäre. Als ob Green Bay, Marquise Callaway, stark. Als ob Green Bay irgendwas Krasses in den letzten Jahren gemacht hat, was wirklich so krass ist, dass das so krass ist, Digga. So, ganz ehrlich, Spieler des Spiels, Marquise Callaway. Und das wird auch so bleiben, Digga, weil ich sehe mich da nicht. Okay. Marquise Callaway stand weit oben, aber scheiß drauf. Alvin Kamara ist ein Running Back. Was sind Running Backs? Meistens schnell. Oder sollten schnell sein. Wie kann der nicht schneller sein als so ein verpisster Safety? Ja, komm, fickt euch Madden. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Es wird 2 Wochen kein Video kommen dafür. Ich hab auch gar keine Lust mehr auf dieses Spiel. Ganz ehrlich, nein.